Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir haben wieder eine Follow-Release-Woche und geben uns heute Nacht noch zwei weitere Songs. Das heißt, bleibt auf jeden Fall wach. Bis nach 0 Uhr, 0.30 Uhr ungefähr sind die beiden Videos online. Wir geben uns heute Nacht direkt noch Kool Savas und Takt 32 zusammen. Und 01099 mit Lucry und Suena und Warm. Das wird auch nice, von daher bleibt auf jeden Fall wach. Ansonsten checken wir jetzt aber erst einmal Anzu ab. Und zwar mit Traumfrau. Ich muss dazu sagen, ich habe Shame on Me noch nie etwas von Anzu gehört. Weder seinen Namen gehört, noch einen Song von ihm gehört, wissentlich zumindest. Ich bin aber sehr gespannt. Das Ganze ist produziert von Kato und das Video ist von Silk Rock. Silk Rock sagt mir auf jeden Fall was. Ich denke immer an Silk Corp von Pokémon. Ich bin super gespannt. Das hatten ein, zwei Leute mir per DM geschrieben, dass der Song schon online ist und dass ich vielleicht mal reinhören soll, weil ich ja auch mal wieder bei neueren Leuten reinhören soll, die ich noch nicht so auf dem Schirm habe. Von daher, wir hören rein. Link zum Original ganz, ganz oben in der Beschreibung. Ey, ich habe wirklich jetzt 0,0 irgendeine Vorahnung, weil ich wirklich nichts weiß. Und das liebe ich. Wir hören rein. Let's go. Ganz kurz, das Ganze ist auch nochmal wichtig zu sagen, finde ich immer. Directed by Paulina Hapka. Sieht sehr kunstvoll aus, muss ich sagen. Meine Traumfrau ist keine Hausfrau. Eher eine, die das, was sie denkt, auch raushaut. Direkt sympathisch. Direkt. 10 aus 10 sympathisch. Super, super sympathisch direkt. Okay. Angenehme Stimme. Basshaltige, kräftige Stimme. Eine, die das, was sie denkt, auch raushaut. Ich geh fast unter, warte auf sie seit einer Ewigkeit. Ist wie wenn jemand fast ertrinkt. Ich freu mich, wenn sie auftaucht. Yeah. Okay, die Zeile fand ich nicht gut. Ich freue mich, wenn sie das... Hat irgendwie gar nicht reingepasst zu dem Deepness gerade, von dem Deepness-Level. Denn so einen schwachen Vergleich, sag ich mal, reinzuhauen, hat für mich nicht gepasst. Ich freue mich, wenn sie auftaucht. Yeah. Endlich ist sie da, ich mach die Tür auf. Hab ein Geschenk für sie, halt ihr die Hände hin. Sagt, such dir eine Seite aus, sie nimmt die linke und ich mach die Faust auf. Sie lächelt und sagt Danke, als sie drauf schaut. Yeah. Sie nimmt er hat so einen super angenehmen Vibe, das kommt einem... Also ich habe natürlich jetzt keine Referenz von seinen anderen Songs, aber das ist so wie eine Erzählung einfach. Also es ist so sehr erzählend. Sie lächelt und sagt Danke, als sie drauf schaut. Yeah. Sie nur Theater, wenn ich rauslauf. Leuten ist so wichtig, was man denkt. Ja, ist doch klar, dass man. Ist doch klar, dass man eine Show spielt, wo man Applaus braucht. Ey! Okay, also bis auf diesen einen komischen Unterwasser-Auftauchen-Vergleich ist das lyrisch richtig angenehm. Auch gerade, wie er das vorgetragen hat, achtet mal drauf, er wiederholt sich einmal. Ja, ist doch klar, dass man... Ja, ist doch klar, dass man... Ja, ist doch klar, dass man... Ist doch klar, dass man eine Show spielt, wo man Applaus... Ist doch klar, dass man eine Show spielt, wenn man Applaus braucht. Super, super gute Zeile. Super angenehmes Musikvideo dazu, das Schwarz-Weiß passt richtig gut. Der Beat ist angenehm und ich mag es, es ist so fast wie so ein Poetry Slam, so sehr erzählend. Aber es hittet. Wichtig, was man denkt, ja, ist doch klar, dass man. Ist doch klar, dass man eine Show spielt, wo man Applaus braucht. Ey, hat den schlechten Trip vom Smoken, jetzt leicht paranoid. Hat auch einen Psychologen, tja, er kann aber nie. Mein Dad hat sich verpisst, doch dafür hat mich Mama geliebt. Es ist so wie es ist, ich weiß, da bringt euch Jammer nicht viel. Wow! Was ein cooler Moment. Er geht die Treppe runter, jemand anders geht hoch, bam, die Schulter so, bam, und dann der Beat baut sich auf. Dann wird's hektisch. Mama geliebt, es ist so. Oh, ich weiß nicht, kommt der aus Hamburg? Also hier ist zumindest ein USP, beziehungsweise ein St. Pauli-Sticker. Sieht auch nach Hamburg aus, muss ich sagen. Da auch cooles Detail. Hier ist ein Silk Rock Poster. Von der Videoproduktionsfirma, was gerade aufgehangen wird. Das ist cool. Es ist so wie es ist, ich weiß, da bringt euch Jammer nicht viel. Was mich abfuckt, hab ich ganz einfach gut gemacht. MM Dead, die Maske. Das sieht auch nach Berlin aus, hier sind auf jeden Fall zwei Berliner Kennzeichen, egal. Gemacht. MM Dead, die Maske ab, ich hab's wie Luke gemacht. Seh Nigger, der in den Club kommt und will. Ich nehme meinem Dad die Maske ab, ich hab's wie Luke gemacht. Coole Star Wars Line, Mann. Boah. Digga, der ist ja so sympathisch. Allein die erste Zeile, die Star Wars Referenz, der Anspruch an Kunst. Nimm meinem Dad die Maske ab, ich hab's wie Luke gemacht. Seh'n Nigger, der in den Club kommt und wippt gegen den Takt. Er läuft rum, sagt, er verkauft Ort, doch das kaufe ich ihm nicht ab. Yeah, okay, reicht, ich hab jetzt genug gedacht. Pack
Rappen weg, genug gearscht. Mach ihm ne Ansage, die er nicht hören will, als hätte er gerade seinen Zug verpasst. Geh nach Hause mit der Frau meiner Träume. Gute Nacht. Meine Traumfrau ist keine Hausfrau. Ich finde gar keine Vergleiche. Ich finde cool, dass jetzt auch Color an ist, quasi nachdem die Geschichte erzählt wurde. Es kommt ein bisschen vor, wie hatte ich gerade im Kopf, wie so eine Tagebuchseite. So eine Tagebuchseite, die verfilmt wurde und eben musikalisch untermalt wurde, irgendwie, die er uns vorliest. Ich habe gar keinen Vergleich. Das ist einzigartig für mich gerade. Es kommt mir so ein bisschen vor, auch wie so ein Hörspiel. Krass. Eher eine, die das, was sie denkt, auch raushaut. Super angenehm, aber. Meine Traumfrau ist keine Hausfrau. Eher eine, die sich doch selber etwas aufbaut. Der Blick zu ihr noch. Wow. Ey, ich bin echt überrascht. Da war aber Hamburger Kennzeichen. Auch dicke Shoutouts an Silk Rock, an alle, die mitgearbeitet haben. An Paulina. Ich glaube, Paulina war der Name der Directorin, right? Ich glaube schon. Das hab ich letztens auch schon mal gesehen bei dem Freakshow-Video. Gefördert durch die Initiative Musikgemeinnützige Projektgesellschaft. Also wirklich, die Bundesregierung macht echt aktuell guten Shit. Da werden gute Leute supportet, die supportet gehören. Das ist also Anzu. Anzu mit Traumfrau. Das allererste Mal, dass ich von ihm was gehört habe. Und ich habe mich direkt in seinen Style verliebt. Schreibt gerne mal andere Songs von ihm rein, die ich mir anhören soll. Ob ich da eine Reaction zu mache oder nicht, weiß ich noch nicht, aber ich möchte einfach mehr hören gerne. Wow. Also ich habe wirklich nichts Vergleichbares. Es war wirklich fast wie so eine Art Film oder Hörspiel oder ich weiß es gar nicht, was wir uns hier angesehen haben. Wie es vorgetragen wurde, hat mir super gefallen. Die Kunst, also wirklich die Kunst, so viele Details. Wahrscheinlich habe ich so viel gar nicht gecheckt im Musikvideo auch, was da irgendwie stilistisch noch benutzt wurde. Aber richtig angenehm und vor allen Dingen mal etwas Einzigartiges. Das ist jetzt nichts, was ich mir in die Playlist packe und jeden Tag höre. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch dafür. Das ist Kunst, die man genießen kann. So, das ist wie so ein, keine Ahnung, so einen guten Film oder so. Oder das guckst du auch nicht jeden Tag. Aber wisst ihr, ich bin echt ein bisschen gerade blown away, Mann. Voll cool. Daher, es lohnt sich so krass, mal, es lohnt sich auf euch zu hören, ja? Und mal bei anderen neuen Leuten reinzuschnuppern, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich freue mich voll. Cool. Ey, Freunde, lasst mal auf jeden Fall euer Feedback in den Kommentaren da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, schreibt gerne noch ein paar Songs von Anzu rein, die ich mir vielleicht noch anhören soll. Und ja, Mann, dann bleibt auf jeden Fall wach. Und auch noch Ankündigung, jetzt am Ende schaut eh keiner mehr. Aber wir geben uns komplett Seven vs. Wild zusammen, Freunde. Die zweite Staffel, ich bin super gehypt. Aktuell die Doku-Serie schauen wir uns schon zweimal die Woche an. Und wir geben uns auch alle Folgen zweimal die Woche. Direkt hier bei mir könnt ihr sie mit mir zusammen gucken. Ich freue mich drauf, ich habe Bock. Und ja, dann sehen wir uns. Bleibt alle so fresh und gut aussehen wie immer, bitte. Und ciao, ciao.